Ära. Ära bezeichnet einen Zeitabschnitt in der Geschichte. Eine Ära kann etwas Kurzes sein, zum Beispiel kann man sprechen von der Ära von Wilhelm II. Oder auch von der Ära Kennedy. Es kann auch etwas länger sein, man kann auch von einem ganzen Zeitalter sprechen. Zum Beispiel die Zeit der industriellen Revolution ist auch eine ganze Ära. Ära, also Zeitalter und Zeitabschnitt, kommt ursprünglich von spätlateinisch Ära, A-E-R-A, und bezeichnet eine gegebene Zahl, eine Reihenfolge, aber auch eine Epoche. Wir hoffen alle, dass eine neue Ära anbrechen wird. Eine Ära des Friedens, eine Ära des Mitgefühls, eine Ära ohne Hunger und ohne Gier. Wir können daran arbeiten, zum Beispiel indem wir selbst versuchen, mitfühlend mit anderen umzugehen, anderen mehr Verständnis zu zeigen und auch uns engagieren für eine bessere Welt.